Hi Leute, hier ist Heikarp Christian. Ich möchte heute auf eines der Gegenargumente gegen eine vollwertige pflanzliche, unverarbeitete, möglichst unverarbeitete Ernährung eingehen. Und das ist Phytinsäure. Besonders in Low Carb oder Paleo oder alternativmedizinischen Kreisen wird Phytinsäure ungefähr so behandelt wie gefühlt Asbest. Also es ist das Schädlichste, was man überhaupt zu sich nehmen kann und der Hintergrund ist, dass Phytinsäure eine der sogenannten Antinährstoffe ist. Das heißt, es kann einem, es wird immer so ausgelegt, als ob es einem Mineralstoffe klauen könnte. Es ist halt einfach so, dass Phytinsäure das Potenzial, dass bestimmte Mineralstoffe aus der Nahrung, die man isst, resorbiert werden können, herabsetzen kann, gewissermaßen. Und das wird dann immer, der Bogen wird dann immer gespannt zu, ja, und wenn man deshalb phytinsäurehaltige Nahrungsmittel isst, dann wird man einen Mineralmangel bekommen. Und das ist vollkommen übertrieben, meiner Meinung nach. Das ist vollkommen ohne jede Grundlage und ich möchte das in diesem Video jetzt nicht hochwissenschaftlich erklären, weil ich das ohnehin das Gefühl habe, dass das nur sehr, sehr wenige Leute überhaupt so hören wollen und die Mehrheit hört eh nur das, was sie will. Deshalb möchte ich das so einfach wie möglich erklären, warum ich das blödsinnig finde, das so zu argumentieren. Phytinsäure ist eine Säure, die in Ölsaaten, Nüssen, Hülsenfrüchten und Getreiden enthalten ist und bei Getreiden vor allem in Vollkorngetreide, weil es sich in der Hülle des Getreides befindet. Der Phytinsäuregehalt schwankt auch innerhalb der Pflanze sehr, sehr stark, sodass das möglich ist, dass, wenn ihr heute Bohnen von Müllers Mühle im Supermarkt kauft, das viel mehr Phytinsäure enthält als das Pack, das ihr morgen kauft. Es ist auch so, dass Getreide sehr, sehr oft dafür verantwortlich gemacht wird, sehr viel Phytinsäure zu enthalten. Allerdings ist der prozentuale Phytinsäuregehalt in Nüssen eigentlich viel, viel höher. Nun könnte man ja argumentieren, man isst mehr Getreide als Nüsse. Das trifft aber auch nicht auf jeden zu. Also es gibt Leute, die können viel, viel mehr Nüsse essen als Getreide. Alles, was irgendwie den Titel Säure trägt oder so, wird ja direkt irgendwie als schlecht abgestempelt, was irgendwie verständlich ist, weil viele Säuren, mit denen wir so in Kontakt kommen können, wirklich ein bisschen scheiße sind. Zum Beispiel Salzsäure oder Phosphorsäure. Das ist vielleicht nicht so lustig, in einen Tank voll mit Salzsäure zu fallen. Das wird auch oft benutzt von Leuten, die das dann halt so argumentieren wollen, dass es deshalb schädlich ist. Aber denkt daran, dass unsere DNS auch eine Säure ist. Die Desoxyribonukleinsäure. Und das heißt auch lange nicht, dass das schlecht ist. Zitronensäure ist auch nicht schlecht eigentlich. Phytinsäure verhindert vor allem bis zu einem gewissen Grad die Aufnahme von Calcium, Eisen und Zink. Allerdings nur innerhalb der Mahlzeit. Also es ist nicht so, dass wenn ihr heute Morgen irgendetwas mit Phytinsäure esst, dass ihr dann heute Abend kein Calcium aufnehmen könnt oder so, sondern es bezieht sich immer auf die Mahlzeit. Und es ist auch nicht so, dass das bedeutet, dass man dann gar kein Calcium mehr aufnehmen kann. Silke Rosenbusch hat zu dem Thema auch mal ein Video gemacht, das ist da etwas wissenschaftlicher erklärt als hier in meinem Video. Guckt ihr euch ihr Video auch nochmal gerne an. Das verlinke ich hier oben. Es ist also nicht so, dass nur wenn man etwas mit Phytinsäure isst, man einen Kalziummangel oder einen Zinkmangel automatisch erleiden wird. Es stimmt schon so, dass Veganer wahrscheinlich häufiger Sachen essen, in denen Phytinsäure enthalten ist. Eben Getreide sehr, sehr häufig, vor allem in der High-Carb-veganen Szene. Allerdings muss man sich vor Augen halten, dass in der westlichen, entwickelten Welt noch keinen einzigen Fall in der wissenschaftlichen Literatur beschrieben gibt, so wie ich das recherchieren konnte, in dem jemand einen Mineralstoffmangel erlitten hat aufgrund von Phytinsäurekonsum. Und ich halte das auch für ziemlich unwahrscheinlich, wenn man innerhalb einer Mahlzeit nicht nur Getreide isst oder nicht nur Nüsse isst. Und selbst dann ist es ja nicht so, dass man gar nichts aufnimmt. Also solange man sich irgendwie ausgewogen ernährt, solange man Grünkohl oder sowas oder überhaupt irgendeine Form von Gemüse zu seinem Reis ist, dürfte das eigentlich wirklich überhaupt gar kein Problem sein. Es ist zumindest in der medizinischen Literatur kein Fall beschrieben von irgendjemandem, der eine Mangelerscheinung bekommen hat aufgrund von Phytinsäurekonsum. Bei Leuten in Entwicklungsländern, die ohnehin zu wenig Kalorien essen, weil sie an Hunger leiden und dann wahrscheinlich auch keine sehr
variierte Ernährung haben, weil es eben nicht anders geht, dann ist das wahrscheinlich schon eher problematisch. Allerdings leben die meisten Veganer nicht so. Und selbst wenn Veganer nach Thailand ziehen, profitieren sie davon, dass sie dort fast wie Könige leben können, weil der Euro da so viel mehr wert ist als die lokale Währung. Man darf die Sache auch nicht nur von einer Seite betrachten. Das ist ein mögliches Konterargument. Allerdings besitzt Phytinsäure auch sehr, sehr viele schützende Eigenschaften. Phytinsäure hat antioxidative Wirkungen und schützt laut bestimmten Studien unter anderem vor Darmkrebs oder vor Nierenstein oder von Kalziumablagerungen in den Gefäßen, also Gefäßverkalkung. Und da muss man natürlich dann immer die Vorteile und Nachteile abwägen. Sollte ich etwas mit Phytinsäure konsumieren, was nach gängiger Lehrmeinung, wenn es so gegessen wird, wie jeder es essen würde, nicht schädlich ist und dafür vielleicht ein geringeres Darmkrebsrisiko haben? Oder glaube ich, dass ich einen nicht vorhandenen, nicht bewiesenen Kalziummangel bekommen werde und verzichte darauf lieber auf ein geringes Darmkrebsrisiko? Das muss man immer abwägen und ich würde halt sagen, es steht pro Phytinsäure, es steht pro Getreide. Das ist auch laut Weltgesundheitsorganisation, Getreide, Nüsse, Hülsenfrüchte, Saaten ist alles super gesund laut Weltgesundheitsorganisation und die tragen eigentlich ja so also ziemlich alle Forschungsergebnisse zusammen, um sich darüber eine Meinung zu bilden und es passt dann halt nicht ins Weltbild der Paleo-Anhänger. Das ist schon klar, obwohl es auch einige Paleo-Webseiten gibt, die erstaunlich neutral sind, wo dann zwar gesagt wird, Phytinsäure ist schlecht und ganz unten der letzte Satz ist so, ja, aber es wurde nie ein Mangel beobachtet. Weil es ihn wahrscheinlich nicht gibt. Schlussendlich, die Message ist also, esst Getreide, esst Gemüse, esst es einfach so, wie jeder es essen würde, im Rahmen einer Mahlzeit, in der halt mehrere Komponenten kombiniert werden, also Getreide kombiniert mit Hülsenfrüchten, kombiniert mit Gemüse. Und solltet ihr davon wirklich einen Mineralienmangel bekommen, dann macht ihr was falsch. Dann esst ihr wahrscheinlich zu wenig Gemüse. Vor allem, weil ich vermute, dass in den Referenzwerten für Calcium ohnehin schon der mögliche Verlust durch Phytinsäure mit eingerechnet ist. Das würde mich ziemlich wundern, wenn es halt nicht eingerechnet ist. Meine, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung schreibt ohnehin doppelt so viel vor wie die Weltgesundheitsorganisation, also an Calcium-Intake. Ja, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist so extrem gering, durch Phytinsäure einen Calcium-Zink- oder Eisenmangel zu erhalten, so dass ich sagen würde, irgendwie, ja, es überzeugt mich nicht nur das Argument, sondern es überzeugt andere Leute leider davon, sehr, sehr gesunde Nahrungsmittel aufzugeben und die durch weniger gesunde Nahrungsmittel zu ersetzen. Nur weil etwas keine Phytinsäure enthält, heißt es nicht, dass es besser ist. Fleisch, wir wissen alle, warum Fleisch gegenüber Gemüse oder gegenüber phytinsäurehaltigem Getreide nicht die bessere Wahl ist. Ich hoffe, das hat vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen was gebracht. Wie gesagt, es war halt nicht so ein mega wissenschaftliches Video, wo ich auch bei der Thematik einfach keine Lust darauf hatte, weil ich so ermüdet bin von diesem Phytinsäure-Argument. Es tut mir einfach leid, aber das ist etwas, womit ich mich einfach auch irgendwie überhaupt nicht mehr beschäftigen möchte, weil ich es einfach so, ich weiß nicht, ich kann Argumenten aus Paleo-Kreisen meistens, ja, irgendwie, ich kann es nicht ernst nehmen, weil da Sachen einfach vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen werden. Es ist nicht so, als ob das in der High-Carb-Welt nicht auch passiert, ne? Dorian Ryder mit seiner Sprite und sowas. Aber ja, ich habe irgendwie das Gefühl, in der Paleo-Szene ist es auf jeden Fall schlimmer. Ja, gebt diesem Video nicht mir einen Daumen hoch. Ihr könnt auch mir einen Daumen hoch geben, aber bitte schickt mir jetzt keinen abgetrennten Daumen per Post. Das wäre, nein, das wäre nicht nur nicht vegan, das wäre auch ziemlich strafbar. Tut das nicht, gebt diesem Video einen Daumen hoch, abonniert mich, wenn ihr meine Videos weiter verfolgen möchtet. Da freue ich mich immer drüber. Und jo, bis zum nächsten Mal.